Mann, wir sind live! Musik läuft! Party! Oh yeah! So, jetzt warten wir, bis das Signal auf YouTube ankommt und dann wird richtig abgefeiert! So. So, Inhalte werden empfangen. Komm schon, YouTube. Du hast eine Aufgabe. Komm schon, YouTube, komm schon, komm schon. Und der Stream kommt an. Ja, wir sind live. Lucius, hey ho. Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Nachdem der letzte Livestream... Oh, jetzt haben wir den Ellenbogen gestoßen. Ja, richtig geil. massiv eingeschlagen. Jetzt haben wir uns überlegt, die Nachfrage war riesig. Ich habe die ganzen Kommentare voll gespammt, dass ihr gerne nochmal einen Livestream wollt. Und deswegen sind wir heute zu dritt hier. Michelle, Stylex, hallo. Hi. Ja. Und werden heute einen neuen Bad Wars Troll fahren. Lasst mich vorher aber kurz checken, dass hier alles auf YouTube läuft. So, Chat ist offen, Musik ist offen. Warte, die ziehe ich mir mal hier rüber. So, perfekt. Kann ich mir die noch ein bisschen kleiner ziehen? Ja, so ist das perfekt. Okay, jetzt bin ich einsatzbereit. Oh mein Gott, ich sehe gerade noch. Lasst mich schnell noch... Okay, mein anderes Aufnahmeprogramm beendet. Nicht, dass es hier Komplikationen gibt. Okay, ich bin bereit. Ihr auch? Ihr seid in meiner Party? Jo. Jo. So, dann gehen wir in Bad Wars 3er-Runden. Und wir haben heute etwas Besonderes vor, denn wir werden ganz oldschool-mäßig in die Runde gehen, Ressourcen farmen und dann einfach probieren, so gut es geht, einen Troll an Gegnern auszuprobieren. Wir haben heute noch gar kein direktes Ziel. Ich würde so gerne probieren, dass wir den Gegner ein bisschen in seine eigenen Base trappen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ist auch ganz unterschiedlich davon, was für Gegner wir bekommen. Hat man ja im letzten Livestream gesehen. Da haben wir, ich glaube, in der letzten Runde, Stikes, wie lange haben wir dran gesessen? Mindestens eine halbe Stunde, war in der letzten Runde. Also jetzt in der vorletzten Runde, bevor wir den Livestream dann beendet haben, haben wir extremst lange an einer Runde gesessen. Und mal schauen, wie das jetzt hier ausgeht. Ich würde sagen, wir fahren die gleiche Taktik. Nur vielleicht das Bett ein bisschen sichern. Michelle. Ja? Bist du anwesend? Nein. Bist du bereit, wollte ich schon fast sagen. Was heißt hier eigentlich nein? Ich bin Michelle, ich reibe mich mit Kaffeebohnen ein, oder was? Michelle. Ja? Komm schon. Sag, du bist bereit dafür, was wir jetzt machen. Ich bin bereit. So, der Chat eskaliert, schreiben die Leute. Der Chat geht ab, alles läuft richtig. Musik ist leise. Ich mach's mal um 1% lauter. Ich hoffe, jetzt ist sie nicht zu laut. Sag mal was. Hi. Hi. Nein, ich bin runtergefallen. Aber ich mach einfach Folgendes. Ich stelle Michelle mal noch einen kleinen Ticken lauter. Und Stylex noch einen kleinen Ticken lauter. So, und dann müsstet ihr mindestens über der Lautstärke von der Musik sein. Aber ich habe zu viel Angst, dass die Musik halt jetzt zu laut ist. Die Leute im Chat sollen jetzt mal entscheiden, ist die Musik so in Ordnung oder ist die Musik so in Ordnung? Eine Stufe leiser. Entscheidet jetzt mal bitte, was besser ist. So, wie es jetzt ist oder einen kleinen Ticken lauter, dass ihr auch die Leute versteht. Weil ich möchte ja auch, dass ihr Stylex und alle hört. Wer hat hier die Wolle in die Base gebaut? Ich habe Michelle eingebaut und da vorhin ist was schief gegangen. Das war mir schon irgendwie klar, dass ihr richtig reingeschissen habt. Für mein Bett. Oh, kuscheln. Musik ist... Also wenn jetzt alles so passt, wie es jetzt ist, können ein Herzchen reinschreiben. Dann lassen wir die Musik nämlich auf der Lautstärke. Ich will nämlich nichts riskieren, weil ich hatte die mal zu laut und seitdem mache ich sie immer 2 Ticken leiser. Nicht, dass sich Leute, die neu reinkommen, total erschrecken. Oh mein Gott, hier läuft voll die laute Musik. Oh mein Gott. Michelle. Und ich habe mein Mikro heute mal lauter gestellt. So, wie schaut's denn in der Mitte aus? Logo. Was macht ihr? Könntest du uns vielleicht aus unserem Bett befreien? Habt ihr euch eingebaut? Ja. Ist das euer Ernst? Wir kommen hier nicht raus. Das könnt ihr doch jetzt nicht ernst meinen, oder? Ich dachte, wir strengen uns ein bisschen an und nicht, dass wir uns gegenseitig trollen. Oh. Ist das... Kommt doch da mal raus. Was seid ihr denn für Honks? Meine Güte. Freiheit. Ja, schön. Also ganz viele Herzchen, da würde ich sagen, lassen wir es jetzt so. Und wenn Action ist, drehe ich lautere Actionmusik auf. Okay, Leute, bis ich mal so irgendwann mein Ultimum gefunden habe, lassen wir es erstmal so. Okay, Schwert habe ich schon. Ich habe 2 Emeralds. Ich auch. Können wir uns aber nichts von leisten. Boah, Alter, bei mir hängt das gerade so. Du meinst die Connection? Ja, zu Hypixel aber bloß. Also ja, nicht zum Stream, aber nur zu Hypixel. Komischer Server.
Der steht doch auch am Arsch der Welt. Der wird sicherlich irgendwo in Paraguay gehostet, Alter. Stell dir vor, da stehen jetzt wirklich die Server. Und dann haben wir richtig reingeschießen. Warum muss ich... Nee, alles gut. Unser Bett sieht aus... Es ist halt perfekt eingebaut, muss man mal so anmerken. Ich habe mir jetzt das perfekte Rush-Equipment geschnappt und laufe damit jetzt zum Gegner. Wir könnten eigentlich auch weiter die Mitte dominieren. Hier ist halt niemand anders in der Mitte. Na, außer Gate, die waren schon in der Mitte. Ich bringe mal noch die zwei Emirates nach Hause und dann greife ich an. Michelle hat 7 Dias, oha. Alter, Michelle, hol mal Sharpness davon. Hier hol mal die Emirates ab. Okay, pink, stylic. Boah, Alter! Brauchst du Hilfe? Ich brauch mal Sharpness, ich dachte, jemand kauft mal Sharpness. Michelle! Können wir noch gar nicht. Hä? Ach, wir sind ja in Dreier Bed Wars. Och, mein Gott. Bed Wars ist so hart, wenn man zu dritt spielt. Da kostet alles so die Welt. Vor allem, wir sind eigentlich nur 2 1/4 Spieler wegen Michelle. Ja, weil Michelle einfach so schlecht ist. Ja. Ich kann das. So, noch einen Block, dann habe ich das Bett. Ja. So, ich würde sagen, das gelbe Team ist so rushig. Die habe ich jetzt ausgeschaltet. Also, die töte ich jetzt noch. Und wenn wir die down haben, konzentrieren wir uns darauf, dass wir die anderen Teams trollen, würde ich sagen. Okay. So, gelb wurde eliminiert. Achtung, Michelle, Achtung! Ja, Mann! Ich helfe dir nicht. Ja, gut. Wir müssen weitere Dias holen. Okay, wie machen wir das jetzt? Trappen wir grün oder trappen wir rot? Hey. Hallo, Jungs. Und Michelle. Ich bin... Oh mein Gott, soll ich von rot den ganzen Weg abbauen? Lass mal blau trollen. Jo, ich baue mal von rot erstmal den ganzen Weg ab, okay? Ha, der eine ist schon runtergefallen. Jawohl. Oh, Feuerball. Nein. Och, Michelle. Die schießen mich mit Feuerbällen ab. Was kann ich jetzt dafür? Mach sie tot. Okay. Brave, Michelle. Alles klar, Michelle. Leck dich einfach weiter. Okay, leck sie tot, Michelle. Töte sie. Leck so sehr, bis du sie abfuckst. Oh, nein. Michelle, du hattest eine Aufgabe. Du solltest sie töten. Wollen wir sonst blau trollen? Ach nee, wir sind blau. Blau würde ich auf alle Fälle trollen. In erster Linie wirken die wie die letzten Luschen. Die würde ich auf alle Fälle als erstes weghauen. Die haben so einen schlechten Spieler. Die haben so einen schlechten Spieler. Stitches. Oh, wie das schon klingt, Alter. Richtig. Das übelster bärziger Name, Alter. Oh. Oh, wo kommt denn der her? Oh, wir haben ihn. Nice. Ich habe einen Emerald bekommen. Ich habe auch einen. Ich habe 2. Gelb ist eliminiert. Na, grün ist eigentlich so richtig lahm. Lass es mal von rot den ganzen Weg abbauen. Habt ihr zufällig noch Scheren dabei? Nö. Nein. Aber ich kann ihn holen. Dann hol meine Schere. Aber da würde ich jetzt halt einfach straight sagen. Ja, wir machen halt wieder hier. Tschüss. Ich könnte jetzt einen... Michelle, töte ihn! Der ist tot. Er ist tot. Okay, oh, Michelle, hast du super gemacht. Bau weiter, Michelle! Was, ich kann... Okay. Warte, ich helfe dir. Oh, warte. Okay. Tschüss, Michelle. Ciao. Tschüss. Ich komme jetzt zu dir. Nö. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit. Oh. Nein, Michelle, oh. Hol doch die Dias und dann verschwinden wir hier. Oh mein Gott, ist gefallen. Oh Gott, kommt der? Nö. Oh, wir haben ja auch den ganzen Weg hier abgebracht. Ah, Stalik, gut, dass du der Party joinst. Tschüss. Stalik. Ah! Oh, nein, Stalik! Ich habe jetzt wieder Dias. Wag es, Dias, Stalik. Da hagelt es. Michelle, wir gehen noch ein Stück, komm. Okay. Nein! Logo? Ja? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Alles okay? Alles super bei mir, alles super. Klasse. Alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Ich könnte es mir gar nicht besser vorstellen. Die Grünen kommen zur Mitte. Ja, dann ist ja super. Kümmere dich darum, kein Problem. Ich baue mal unsere Base hier ab. So, wir wollten doch aber trollen oder spielen wir uns jetzt erstmal ein? Es kommt mir gerade eher so vor, als ob wir uns einspielen. Was soll ich denn für ein Upgrade holen? Ich hole mal das Armor Upgrade und It's a Trap, okay? Alles klar. Wir sind super. Wir sind die Besten, davon abgesehen. Wir sind die Gutesten, Alter. Alter, wir sind so gut.
Mit uns kann niemand mitguten, weil wir so gut sind. Nee. Ja. Alter, richtiger Gutenberg, Alter. Okay, nein, der war's nicht, nein. Der war richtig scheiße, okay? Aber du musst mich jetzt nicht auf diesen Witz minimieren. Okay, ich versuch's, aber es ist nicht einfach. Na und? Dafür läuft gerade Classic-Musik. Yo, bauen ihre ganze Strecke jetzt aus Sandstein auf, damit man erst gar nicht deren Bett... Das nehme ich persönlich. Dass sie die Strecke einfach aus Sandstein wieder aufbauen? Ja. Pass auf. Michelle, bau du mal. Hier, nimm mal die Hälfte. Komm, bau mal. Michelle, wenn sie dich runterhauen, hauen sie ja nur dich runter. Komm schon. Du darfst jetzt Michelle nicht trollen. Die ist gerade voll wichtig. Warte, ich töte den mal kurz. Vielleicht hätte ich den vorher töten sollen, oder? Michelle ist gerade mega wichtig. So, zack, wir sprengen das. Sprengung! Attacke! Ich hab... Zu, ne? So, wir müssen dann grün trollen, wenn wir noch trollen wollen, die Runde. So, ich töte den im Spawner. Der ist runtergefallen. Okay, den habe ich. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Mitchell, Arno, du passt auf, dass die Grünen nirgends hinkommen, ne? Was, was mache ich? Ja. So, wie gehen wir jetzt langsam ran? Also, wir brauchen eine geile Taktik. Hier läuft nur Kackmusik in meiner Playlist. Traurige Musik. Oh, das klingt nett. So. Okay, wir brauchen eine Taktik, wie wir jetzt grün trollen. Mich okay. Vorschicken. Das ist natürlich der größte Abfuck, den wir machen könnten. Vor allem, das ist so gefährlich. Ist echt so. Was das Schlimme ist halt, tun? Dass es halt wirklich schlimm ist. Was willst du gegen Michelle tun? Die laggt. Die kaufen wir ganz viele Blöcke, würde ich sagen. Oh, glaubst du, wir kriegen es hin, dass wir die ganze Base von denen einbauen? Ich weiß nicht. Soll das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Alex? Ist das dein Ernst? Ist das halt wirklich jetzt dein Ernst? Das ist eine Prank-Runde hier. Nee, es ist keine Prank-Runde an mir. Achtung, der geile Grüne ist Mitte. Oh, oh. Er hat versucht, auf die Emerald-Quelle zu laufen. Er hat ja nicht mal ein Schwert gezückt oder sowas. Was machen wir denn jetzt? Bauen wir einfach alles ab, was die gebaut haben, oder... Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Kann dir auch schwer einschätzen. Tja, Logo, blöd gelaufen, wa? Ja, richtig blöd gelaufen. Eigentlich wollte ich nur noch ein paar Blöcke holen, die ich gebraucht hätte. Wuhu! Ja. Und tschüss. Ja. Attacke! Gut. Nein! Ja, verdient. Das war ins... Was? Warum? Ich weiß nicht. Hä? Sind die blöd? Michelle, das sieht stylisch aus, ne? Das mache ich. Das sieht stylisch was aus. Was machen ne? wir denn jetzt das mit denen? So, ich fange einfach an, den Weg abzubauen, okay? Erfahren. Okay. Also das mit den Leitern, die Taktik verstehe ich nicht. Vielleicht denken die, dass die da nicht runterfallen, wenn man sich dahin sneakt. Ich weiß es nicht. Es macht es halt übelst schwer, das Ding abzubauen. Hat ja gerade Easy im Chat geschrieben. Er schreibt ja irgendwas. Ich kann nicht alles kaputt machen. Oh. Och Mann, Michelle, warum bist du nicht einfach gestorben? So, was machen wir jetzt mit denen? Bauen wir ein riesengroßes Loser über die Base? Yo. Gib mir ein L. Gib mir ein L. Gib mir ein O. Gib mir ein S. S. Gib mir ein F. Nee. Haben wir dafür genug Blöcke? Ich habe safe nicht genug Blöcke dafür, um da einen Loser über die Base zu bauen. Ja, wenn du das so überdimensional groß baust, dann nicht. Ja, du musst es ja mindestens ein bisschen bauen. Hi, Michelle, ne? Was mach ich? Boah, oder lass einfach... Lass einfach... weiß nicht, irgendwas anderes bauen. Eine riesige Skulptur von mir. Das schüchtert sie ein. Hässlich. Okay. So, ich bin schon mal mit meiner Vorbaut, bin ich schon mal auf deren Map oben. Oder wir bauen in die Mitte so ein, ihr seid Luschen. Nein, das wäre das wär übelst kacke. Na, dann bauen wir es einfach über die Base von denen. So, ich zieh schon mal den Boden hierfür rein. Kommt ihr mit Ressourcen und Leitern nach am besten. Wir brauchen viele Blöcke, Leitern und jemand, der aufpasst, dass der Grüne währenddessen nicht unsere Base rusht.
Ich gehe in unsere Base und pass auf, dass es nicht rusht. So, ich habe schon mal die, die Grundsteine gezogen. Also ungefähr den Abmaß für das Loser in beide Richtungen. Michelle, du musst in den Kampf. Ja, ich hole Material. Du kannst die anderen Bases. Wir brauchen mindestens 6 Stacks, würde ich sagen. Das ist doch was für dich, Michelle. Ja. Ja. Oh, da liegt was Süßes. Mhm. Oh, da steht Michelle. Jetzt muss ich mich kurz reindenken. Wie rum geht denn das L? So. Was ist der Spiegel? Wollen wir das Spiegel verkehrt? Oh mein Gott, das ist die maximale Bauhöhe hier. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann das hier nicht reinziehen. Ich muss ein bisschen tiefer. Oh, was? Alles nochmal abreißen. Goddammit, ich hatte eine Aufgabe. Okay, das bedeutet, Michelle, du kannst mich nicht hauen. Wir müssen etwas tiefer damit jetzt. Michelle, bringst du bitte auch Leitern mit? Oh, ja. Sonst kommst du diese ganzen Türme nicht hoch und musst dich hochbauen. Und ich hab hier eine Enderperle gehört, Michelle. Ich war das nicht. Nee, ich wollte nur wissen, ob sich jemand zu uns gepärlt hat. Niemand. Ach, wer würde sich denn schon freiwillig zu uns perlen? So, ich ziehe jetzt die Schicht rein, warte, ich troll den Typen da unten erst, weil die bauen ihren Weg wieder auf. So, ich habe ihn erstmal einmal runtergeschossen. Sein Teampartner auch, alles klar. Ja. So, ich ziehe hier die Grundschicht rein jetzt. Michelle, du musst aber nachkommen, okay? Komm mich schon. Weißt du, dass ich hier oben bin? Jetzt weiß er, dass ich hier oben bin. Zack, einmal wieder runtergeschossen. So, eigentlich müssen wir das Ding über mir hier oben noch abbauen. Michelle, wenn du dort hochkommst, bau dann erstmal diesen Weg ab, den ich da hinterlassen habe, okay? Oh, die haben Günni. Oh. So, ich fange jetzt an. So. Wie groß machen wir das L? Machen wir das so hier? Wie hoch muss denn das? Das muss ja mindestens... Stylex, wie sieht das L aus? Wie ein L. Sieht gut aus. Noch eins höher? Nee, das Manfred, geht. Soll man ohne Schicht aufsitzen? Nächster Buchstabe, okay. Du musst das alles abreißen, Michelle, das weißt du, oder? Gib mir erstmal die Bauressourcen. Manfred, lass dir mal das Paket runter. Dankeschön. Ich kann dir eins hochwerfen. Ah, werfe mal hoch hier. Günther, setz den Kaffee auf. Wird eine lange Schicht! Oh oh! Oh, die haben Bogen, oh oh! Die schießen aber doch jetzt nicht auf uns, oder? Doch. Wie baut man ein Oh! Ich war nie in der Grundschule! Ich hab ihn! Ich hab ihn von hier mit dem Bogen! Alter, du Pro! Michelle, nicht dein Wie hoch muss ich in Stylex? Noch ein Stück? No, take me a look. Ja, no, noch ein Stückel. No, noch ein Feld? Noch aber ein jetzt Stückel. Kommt. Nee, aber jetzt setze ich das hier so auf. So. Ja, ja, das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Michelle, du bist in den Tod gesprungen. Was sagen Sie dazu? Woran hat's gelegen? Ich bin ausgerutscht. Ausgerutscht. Auf eine Bananenschale, ne? Ja. So. Jetzt wieder. Wollen wir normale? Okay, warte. Das heißt, wie macht man denn ein S? Alter. Ich muss mich da auch erstmal reindenken, Michelle. Außerdem, was war denn deine Aufgabe? Du solltest das Ding doch hier abbauen. Ich komm doch kalt. Mit einer Schere, hoffe ich. Ja. Ah! Alles gut, Stylex? Ich hab fast mein Dia-Schwert gerade weggeworfen. Kannst mir lieber helfen hier bei dem S? Ja, ich sag dir, wie es aussieht. Ja, aber wie muss ich denn jetzt hier die Linie ziehen? Ich bin gerade total retarded. Na, hier so und dann noch eins höher und dann hier rüber. Oder ist das jetzt nicht, ist das jetzt nicht richtig? Ja. Falsch rum. Komplett falsch rum. Ah, okay, warte, das fix ich. Weißt du, warum lassen wir den Legastheniker das schreiben, Du wolltest schreiben! Und ich hab's vorgeschlagen! Da schießt irgendjemand. Ja, ich glaube, irgendjemand schießt hier auf mich. Stylex! Aua!
Stylex! Da war der Kaffee bei. Edith jetzt richtig? Ja, ist richtig. Hä, das S ist ein bisschen verkrüppelt. Kann Anni, das muss. Egal, ich egal. Ich hab's raus. Wait a minute. Jetzt wird das fett gemacht. Nein. Michelle, nicht dein Ernst. Du bist zweimal einfach. Oh mein Gott, nein! Ich hab den Look unter mir abgefahren. Du bist so ein Retard. Oh. Mann, ich bin nicht bei der Sache. Du solltest aber schon irgendwie ein bisschen bei der Sache sein. Wenn ich's schon nicht bin. Es lebt nur noch ein Grüner, der tut mir irgendwie leid. Ist das jetzt richtig? Nein, jetzt ist es ein E! Oh, for fuck's sake! Oh. Warte! Was machst du denn? Ist es jetzt richtig? Ja! Ja! Mit Doppel-F? Nein! Als ob wir vorher gewonnen haben! Mann, ich war fast fertig! Nicht cool. Fehlt dir nur noch das E und das R. Es ist nicht gerecht, diese Welt. Das ist halt einfach nicht gerecht. Wieso lief der einfach? Das ist doch nicht fair. So, ihr wisst, was zu tun ist. Wir machen es jetzt gleich nochmal. Absolut. Einfach zur Mitte. Ne? Oder wollen wir das über unsere Base bauen? Nein, hallo. Ich weiß, Logo, wir haben Michelle. Oh mein Gott, wir bauen über unsere Base Gewinner. Nein. Hä? Nein. Warum nicht? Möchte ich nicht. Dann ja, warum denn nicht? Ja, dann wechsel doch das Team. Gut. Mann, du hast keinen Sinn für Humor, Alter. Warum können wir über unsere Base nicht einfach Gewinner schreiben? Das ist gut. Ja, hab ich doch vorgeschlagen, dass wir über unsere Base Gewinner schreiben. Ach so, ich dachte Loser. Ah, hör auf, Michelle! Mann, bau dich lieber zur Mitte, Michelle. Hier, nimm die Blöcke und bau dich zur Mitte. Ich will bauen. Da liegen die Blöcke, jetzt hat sie Silex. Silex! Ja? Pack dich jetzt runter. Okay, das bedeutet, wir bauen über. Hört doch mal auf! Michelle, ich schwöre bei Gott. Du bist so. Habt ihr euch jetzt gegenseitig. So inkompetent. Sie versucht mich runterzuhauen und ich mach jemals eine Wand vor ihr. Michelle, du bist so toll. Hat es schon mal jemand gesagt? Jetzt wir sollen über unsere Base Winner schreiben. Ich? Hi. Oh. Achtung. Ey. Oh. Warum ersetzt du den Weg ja! von Geld? Haha! Ah, okay, deswegen. Stylex, nein! Ja, bin da! Tschüss! Na, warte! Dodge die! Ich bau ab! Ich hab! Warte, ich catch die Ressourcen! Okay, warte, ich sneak hier! Stylex, warte! Warte, ich sneak hier! Ist der jetzt einfach weggerannt? Der ist einfach gegangen. Ah, der ist einfach gelieft jetzt! Ja. So machen das ordentliche Gegner. Das fand ich nett von dem. Ich hab dir ein Eisenschwert gekauft. Komm doch mal zurück. Okay, ich komm zurück. Hier, bitteschön, schenk dir. Oh, da kommt gleich einer. Gut, dass du mir das Eisenschwert hergedroppt hast. Jetzt kann ich nämlich in den Kampf und BAM! So, wir müssen noch Winner über unsere Base schreiben. Ja, Michelle, wie sieht's aus? Was mache ich gerade? Na, fängst du an? Ja! Kleinen Moment. Wo muss ich anfangen? Ja, dann sammel doch erstmal die Ressourcen. Ja. Was macht denn Blau da, Alter? Blau hat so nett zu grün und da fliegen schon wieder Feuerkugeln. Michelle, pass auf, der kommt zu unserer Base. Michelle. Was? Michelle. Der macht was? Bist du da, Michelle? Ja. Töte ihn. Nein. Spaß mit ihm. Oh, hast du gut gemacht. Wunderbar, ja. Michelle. Ich war noch nie so stolz auf dich. So, hier ein Emerald, ein Gold. Oh, der hat sich da einen Turm gebaut. Was bauen die denn da für eine Ritterburg?
Weil ich spreng die Kacke einfach. Alles für dich. Warum fickst du die Blöcke? Michelle, nein! Was? Oh. Nein! Ich war das? Oh mein Gott, ich bin aber gerade im Kampf! Nein, jetzt werde ich sterben! Oder? Hä? Nein, ich glaube, ich sterbe nicht. Oh, aber den zweiten Kampf. Oh mein Nein! Und dann kommt Grün von hinten! Verschwinde! Nein! Ich bin tot! Mann! Ihr wart doch zu zweit bei unserem Bett! Wie konnte das passieren? Also ich habe Michelle erstmal Blöcke geholt, weil sie zu inkompetent war, sich die selber zu machen. Und dann habe ich halt gerade, als ich die gemacht habe, nicht geguckt, ob jemand kommt. Michelle, ab in den Kampf, komm! Nein, habe ich doch nicht gewinnen. Nein, ab in den Kampf, kommt schon! Okay. Ihr müsst doch ein Team vernichten, ne? Bist du. Geh einfach zu blau und dann könnt ihr direkt zu grün weiterlaufen. Nehmt euch TNT mit, damit könnt ihr das immer sofort sprengen. Ja. Och, Michelle. Was denn? Ich warte. Auf was, Michelle? Auf schönere Tage? Ja. Jetzt habe ich voll viel Blöcke. Ja. Ist jetzt ein bisschen falsch gelaufen, weil vielleicht niemand aufs Bett aufgepasst hat, während ich blau gerusht hab. Ich hab doch aufgepasst. Oh Mann. Ja, ist ja okay jetzt. So. So, Leute, los. Ja, Attacke. Attacke. Ja. Ihr geht am besten... Warum haust du dir jetzt den Goldapfel? Ihr braucht einen TT. Habt ihr einen TT? Hast du keinen DNT gekauft, Michelle? Nein. Ihr solltet euch einen TT kaufen. Oh. Ich hab nicht genug Gold für TNT. Da ist doch noch Gold drinne. Zack. So. Habt ihr jetzt TNT? So, jetzt ja, Attacke. Ja, wir haben TNT. Schön, dass da doch mal einer mitdenkt. Da geht den Kampf jetzt, kommt schon. Soll ich vor? Ja, kämpft einfach. Er hatte Knockback-Stick. Michelle, es liegt an dir, ab in den Kampf. Hallo. Du hättest eigentlich über die Abzweigung zu Rot laufen müssen. Also wieder zu... Michelle, auf unsere Tierhäusel! Okay. So, jetzt da lang, genau. Jetzt bei 100... In 100 Meter bitte rechts abbiegen. Nimm die Dias mit. Okay. Nimm die... Nimm die Dias mit. Und jetzt geh in die blaue Base. So. Okay. Da bin ich noch die einzige Hilfe. Na, und jetzt hol dir doch erstmal Sharpness damit. Oh Gott. Und ja. Hol dir wieder TNT. Okay, Michelle. So. Ui. Das bedeutet, du holst dir jetzt erstmal Sharpness. Geht. Noch Dias übrig. Geht nicht. Okay. Dann gib deine Dias für Rüstungsupgrade aus. Gleich. Du bist so lahm. Ich weiß. So. Warte, was? Rüstung, okay. Rüstung. So, und jetzt hast du ein TT. Ich hab drei. Du hättest nur eins gebraucht, aber egal. Egal. Lauf, Michelle, lauf. Okay. So. Also, das Geheimnis liegt jetzt darin, dass du an diesen Quader läufst und das TNT so gut es geht ran platzieren musst. Okay. Also, einfach dran platzieren jetzt. Und jetzt lauf von dem TNT weg! So, und jetzt ist das Bett frei, Michelle, komm! Nein! Oh mein Gott, Michelle, nein! Nein! Nein, Michelle, nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott, Michelle, nein! Das war doch klar! Alle lachen dich im Chat aus, Michelle! Ich lach mich doch selber aus! Oh mein Gott! Das war doch klar, dass das passiert. Oh, Michelle. Ich glaube, Logo muss sich erstmal. Logo? Ja, es war ein Fehler, dass ihr mich als letztes überleben gelassen habt. Ich kann das nicht mehr. Das ist gerade nicht ernsthaft passiert, oder? Das kann nicht sein, oder? Das sag mir bitte, ich habe geträumt. Sag mir bitte, wir haben einen. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder, Michelle? Hä? Ich hab das Loch nicht gesehen. Michelle, da war so ein dickes Loch. Da war so ein dickes Loch. Ein dickes Loch, Michelle. Ich hab dich da auch gehabt. Michelle, auf sowas achtet man bei Bedwars, wenn man nicht mehr respawnen kann. Habe ich gesagt, dass ich Bedwars kann? Michelle, du hattest schon das Bett, da war keine Trap drauf, da war niemand da, das war alles gesichert. Willst du mich eigentlich... Leute, wir haben ein Problem. Attacke! Der hat ja schon Eisenschwert! Oh, ich bin tot. Ui.
Ich glaube, wir werden jetzt direkt gerusht. Michelle, der ganze Chat lacht dich aus. Ich weiß. Obwohl, weiß ich nicht, aber ich lache mich selber aus. Auf so einer Skala von 1 bis 10, Michelle. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Das war nicht eiswürdig. Das war in keinster Linie eiswürdig. Warte, ich helfe dir. Komm, den kriegen wir. Der hat das Eisschwert. Den müssen wir da kriegen. Ja. Bitteschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab das Gelbe zerstört. Huiuiuiui. Jetzt trollen wir die. Nein, übelst ein Knockback von dem Typ. Okay, keine Chance, übelst ein Knockback. Aber zumindest ist das Bett von denen weg. Das waren die aggressivsten und vor allem, die haben direkt gerusht. Das bedeutet, es ist gut, dass das Bett von denen halt direkt weg ist. Wie viele Ressourcen haben wir schon gespart? Wir müssen jetzt so viel Eisen wie möglich sparen, um uns einen Gewinner über die Base zu setzen. Ich hab grad was hingespawnt, dahin gesetzt. Hä, wo denn? Bei dem Villager. Was hast denn du da hingesetzt? Alles klar, der hackt. Wie? What the fuck? Wer hackt? Ein Blauer. Lol. Okay. Schön, dass wir jetzt einen Hacker haben. Warum kriegen wir nie Hacker ins Team? Michelle, mach doch mal die Clients an. Nee, die habe ich nur bei Gravity an. Typisch. Typisch Frau. Ehrlich, da könnten wir mal gewinnen. Lol. Okay. Stylex? Ja? Erinnere mich als Held, wenn ich zurückkomme, okay? Okay. Ich bin jetzt nämlich auf dem Weg Richtung Blau, aber meine Blöcke reichen nicht. Oh nein. Sie reichen nicht. Oh Gott. Hast du gut gemacht, Michelle. Dankeschön. Silman, ist es einfach auch die Möglichkeit... Michelle, ich hatte dich gerade gelobt. Ist das dein Ernst? Ja, ich wurde vom Hacker. Ja, immer diese Ausreden. Oh, ich kann nicht mehr, mir ist warm. Ja, Michelle, dann musst du dich ein bisschen abkühlen. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht, warum habe ich einen Kompass? Hä? Ah. Cool. Stylex, was machst du da? Ich hol den gelben. Oh. Ich hab ihn. Nice. Ich bin in deren Base. Jo, der eine steht hier einfach auf K. Nein! Michelle. Ich hab's doch gerade erst gesehen. Okay, das bedeutet, wir könnten eigentlich auch ein Michelle ist an allem schuld über die Base setzen. Kommt eigentlich aufs Gleiche hinaus. Du bist in der Base, das ist ein Bettfeld. Ja, Stylex war auch in der Base. Nee, ich bin klar, eine Sekunde respawned. Nein. Zwei Sekunden. Ehrlich? Ich wundere mich, warum ich schon graue Haare bekomme. Du hast graue Haare? Ihr macht mich fertig, ja, weil ich ein alter Mann bin. Weil ich so alt und weise bin. Weil ich so viel Bad Wars spiele, verdammt. Der Rote greift wieder an. Ja. Jay, wir müssen beide rauf. Was muss ich machen? Oh. Ist dieser okay der Hacker oder wer ist das? Oder wer war der Hacker? Einer aus dem blauen Team. Ach, einer aus dem blauen Team. Ja, dann ist ja gut. Aber Blau hat halt noch übelst die Macht. Die haben jetzt übelst viele Dia-Quellen angebunden. Sind immer nur zu zweit. Wo ist denn Rot eigentlich? Ach, wir sind... Nee, da ist Rot. Rot brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Nur ein bisschen TT. Wir müssen Emirates sparen auf dem Bogen. Ja, du machst das super. Ich mach gar nicht. Okay, ich hab ihn. Leute, drückt mir die Daumen. Ich kehre als Legende zurück. Okay. Ja! Oh nein, der eine Rote kommt zurück. Nein, Gott, ich gehe safe drauf. Ich bin tot. Schon wieder. Nein.
Wo seid ihr denn? In der Base. Wart auf dem Weg zur Mitte. Das ist schön. Geht jetzt einfach auf irgendein Team. Das wäre much easier, wenn wir ein Bett hätten. Um zu respawnen. Gott, ich hab die einfach schon wieder auseinandergenommen und jetzt sterbe ich. Warum habt ihr kein TNT mitgenommen? Ja, leid. Bin jetzt tot. Ist Michelle tot. Wo ist Stylex? Ja, der rennt zu Team Rot. Stylex, warum nimmst du dir kein TNT mit? Das kostet 5 Gold. 5 verdammte Gold. Das ist halt einfach absolut nichts. Und dann kannst du jedes Bett freisprengen. Außer es ist mit Obsidian eingebaut. Ja, ich war schon in der Mitte, wo du sagst, du bist tot. Aber man hat immer TNT dabei, wenn man sich's leisten kann. Jetzt kommt der Blaue und clean up alle. Yo, jetzt kommt der eine noch und der hat clean up. Oh Mann. So, nächste Runde. Probieren wir das Ganze nochmal. Aber vielleicht sollten wir unser Bett halten. Unser Bett ist sogar schneller kaputt gegangen in den Runden, wo wir gestern unser Bett nicht mal eingebaut haben, ja? Wenn ich euch mal so erinnern dürfte. Ganz zufällig? Ja, das stimmt. Also entweder sollten wir unser Bett nicht mehr einbauen oder unser Bett besser verteidigen jetzt. Michelle. Nicht mehr einbauen. Verteidigen, Michelle! Aber das kann ich ja noch weniger. Wieso kannst du denn nicht mal das Bett verteidigen? Weil ich nicht schlagen kann. Wieso kannst du dich schlagen? Ich kann nicht treffen. Oh mein Gott, Michelle, das ist nicht dein Ernst. Jetzt, nachdem wir über ein Jahr zusammenspielen, sagst du mir, dass du keine Gegner treffen kannst? Doch, das kann ich nicht. Sonst hätte ich ja keine Kills. Mhm. Das freut mich, das jetzt endlich mal zu erfahren, dass du dann nochmal so 1, 2 kleine Kills machst. Michelle, bringst du bitte Blöcke zu mir nach? Ah, das reicht nicht, okay. Natürlich. Bau bitte die Diamantquellen fertig, Michelle, okay? Okay. Das schaffe ich. Das kriegst du hin, Michelle. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Michelle, du hast eine Aufgabe. Weißt du, Bad Wars wird mich irgendwann noch komplett zum Ausrasten bringen. Aber gewöhnt euch bitte an, wenn ihr Bases rusht, dann nehmt euch einfach TNT mit. Weil damit sprengst du alles frei. Alles bis auf Obsidian machst du damit kaputt. Nein, eigentlich ja schon. Bist du dich eigentlich Profi in allem? Ja, nee, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nächstes Mal spiele ich mit Hattie. Weil die ja genauso gut ist. Ja, genau. Weil die noch besser ist. Wie viele Dias haben wir? 2. Ich weiß nicht. Ja, das war eine Frage, die ging an Michelle raus. 2. Okay, dann sparen wir jetzt erstmal auf Sharpness. Ich bin Eisengolem. Wieso wollen wir... Michelle, was wollen wir denn jetzt mit einem Eisengolem? Weiß ich nicht, ich finde die voll süß. Ich bin Michelle und ich finde die voll süß. Ja. Ui, oh nein, ich habe das TNT aus Versehen platziert. Mist. Ja, Mist. Schon wieder jemanden. Wieder kommt jemand. Nein, ich habe jemanden. Ach so, oh, jag mir doch bitte nicht so einen Schreck ein. Ja, ich komme jetzt auch. Hast du wieder Dias geholt? Nein, ich war in der Mitte. Also hast du Emeralds geholt? Da waren keine. Aber warum bist du dann in die Mitte gegangen? Einfach um in die Mitte zu gehen und dann wieder zu unserer Base zu kommen? Ja. Michelle, mit welchem Sinn? Ich habe nie einen Sinn, wenn ich was mache. So, ich habe den einen blauen gekillt. Oh Gott, da kommt ein roter. Gelber. Oh, ich werde schon farbenblind. Stylex, nimmst du den? Jo, ich versuch's. Dann mach ich kurz blau kaputt. Okay, blau hatte nur mit Wolle eingebaut. Jo, hier steht einer AFK. Michelle, stell deine Mutti ruhig! Weinst du oder lachst du darüber? Michelle, da kommt ein Roter zu unserer Base. Michelle? Michelle, jetzt ist das ist genau dein Moment jetzt. Michelle? Michelle? Bitte, Michelle, hast du ihn?
Ich hab ihn. Oh Gott. Lal, was hat denn Roter für einen Kern gebaut? Der ist halt von der einen Seite gar nicht. Ach, die haben das gerade freigesprengt. Ja, kein Problem. Ich baue es mal kurz ab. Oh. Nein, nein, nein. Ich hab so viel tolle Sachen dabei gehabt. Mist. Ha. Okay. Wir brauchen... Ich würde sagen, wir schalten Rot aus und trollen Gelb, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Jo. Das klingt gut. Ha. Gut, oder? Wie geht's dir da so, Stylex? Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Ich wollte dich nur damit sichern, okay? Damit dir jetzt niemand auf die Pelle rückt. Danke. Immer wieder gerne. Warte mal, hatte ich Rot nicht das Bett zerstört? Wieso steht denn das noch? Nein, ich bin in den Tod gesprungen. Nein, nein, oh Gott. Ich bin gar nicht bei der Sache gerade. Hä, ich habe doch aber Rot das Bett abgebaut. Nee, das war grün, glaube ich, oder? Nein, blau und danach bin ich zu Rot und das rote Bett stand offen, also habe ich das abgebaut. Lol. Hm. Komisch, ich glaube, die verfügen einfach über Magie. Starke Magie. Voldemort. Okay. Wie schaut's aus? Haben wir jetzt... Wir haben 8 Dias und niemand kauft Sharpness. Wo sind wir denn hier? Michelle? Bei den Wolken. Oh, da kommt ein Gelber. Oh, Michelle, schaffst du den? Runter. Oh, Michelle, ich bin so stolz auf dich. Michelle, hol doch mal ein paar Dias. Okay. Danke, Michelle. Ich bin erst respawned. Wie bist du denn respawned? Ich dachte, du hattest den einen doch und danach... Na, ja, ich bin aber mit runtergefallen. Dann hättest du was gesagt, Michelle. Aber den anderen habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, Michelle. Warum bin ich jetzt schon wieder schuld? Ich habe mir nicht den einen aufhalten. Ja, den einen, aber warum hast du... Ja, aber hättest du vielleicht was gesagt? Ich dachte, du bist vorne. Ich dachte, du stehst da. Ich hatte volles Vertrauen in dich. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Was hast du gerade gemacht? Hast du wieder was in deinen Mund gesteckt? Nein. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich habe ihn was in dein Auge gemacht. Und ich habe Ich habe ihn nicht gesehen. Ich brauche was zu essen. Ja, ja, ja. Immer nur Ausreden über Ausreden. Ich habe uns das Iron Forge Update geholt und Heal Pool. Das bedeutet, wir sind safe eigentlich jetzt in der Base erstmal. Michelle, ich hole dir sogar noch It's a Trap, okay? Jawohl, das wurde direkt ausgelöst. Hier ist einer. Da. Rot will unser Bett zerstören. Ist das so zum Lesen? Das Bett ist kaputt. Hätte ich ihn lassen müssen. Warte mal, Stylex ist gestorben. Ja. Stylex, du hast auch nichts gesagt, dass du gestorben bist. Nee, es war gerade so Tobu Baboru. Ah, okay. Und deswegen einfach mal gedacht, ja, ich sterbe jetzt einfach mal. Ich habe da jetzt einfach mal voll Bock drauf. Nee, ich war dabei, Team Rot zu rushen. Dann ist unser Bett gefallen und dann wurde ich, Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, weswegen unser Bett vielleicht gefallen ist. Ja! Michelle, wir müssen jetzt 100%ig defensiv spielen. Wir brauchen jetzt genug Emeralds, um uns einen Bogen zu holen. Oh, das kriege ich hin. So, ein Emerald. Wie viel haben wir noch in der Base, Michelle? Alles klar, Michelle. Michelle hebt ab. Nicht hält sie am Boden. Oh Gott, da kommen zwei Rote. Michelle, bist du noch nicht mehr da? Nein, ich komme. Oh, oh. Hört doch auf. Oh, ich hab sie. Okay, der hatte 3 Emeralds dabei. Weißt du, in den Aufnahmen ist das aber viel einfacher, weil man eine gute Ping hat noch ein bisschen. In den Streams ist das hier der Tod. Michelle, wir brauchen jetzt einen Bogen. Ich habe 5 Emeralds. Wie viel haben wir in der Base? 5. Okay, dann komme ich jetzt zurück. So, Michelle, ich bin auf dem Weg. Die Lage ist natürlich ganz toll in unserer Base. Hast du schon Dias geholt jetzt währenddessen wieder? Nee. Hol mal Dias und pass auf dich auf. Das war ernst gemeint. Pass auf dich auf. Okay. Ich brauch dich, Michelle. Du bist jetzt unser wichtigster Mann. Rote kommen. Warte, ich komme.
Oh, du läufst natürlich weiter zur Dia-Quelle. Der verfolgt dich. Warte. Nee, tut er nicht. Doch, tut er. Ich kann ihn nicht runterschießen. Nicht Yolo-Jump jetzt oder so. Warte. Nein. Mach ich nicht. Ich versuch dir... Ja! Okay, der Arthur ist bei unserer Dia-Quelle. Ich habe jetzt auch nicht so viele Pfeile, deswegen... Wir müssen noch ein bisschen Gold sparen. Ihr macht das super. Echt so. Ja, ohne Stylex fühle ich mich so leer. Ja. Jo, spring halt in den Tod, Mann! Ey, ich hab die Ressource trotzdem bekommen! Oh mein Gott, yes! Michelle, lager die Dias in der Mitte ein. Aus der Mitte die Emeralds und die Dias ein. Also in der Mitte bin ich jetzt nicht. Nein, du sollst das Zeug einlagern, was du jetzt hast. Ja, hab ich. Wie viel hast du? Warte, also ich hatte 8 Dias. Davon kannst du ein Rüstungsupgrade holen. Hol ein Rüstungsupgrade. So, zack. Nein, nein, nein. Wieso kriegt der keine Hits? Hä? Du bist es nicht, oder? Bist du? Ich sterb nicht, aber der hat keine Hits bekommen. Ich hab grad eine gefühlte halbe Sekunde, so diese, der Millisekunde, diese typischen Kampfmomente auf den draufgehauen. Warte, ich hau mir noch Goldapfel rein. Alter, der hat keinen Damage bekommen. Habt ihr das gesehen im Livestream? Was auf der andere Rote kommt von Blau. Von Blau? Ja, der ist eben hingelaufen. Ich hab nicht mehr viele Pfeile, Michel. Hast du Goldapfel? Hier nimm mal eins, zur Sicherheit. Soll ich dir Pfeile bringen? Nee, geh lieber bitte nicht. Ich brauch deinen Beistand jetzt, okay? Ja. Ich bin auch noch da. Ja, aber du bist ja nur so... Seelischer Beistand. So seeliger Beistand. Bitte, Michel, ich brauch dich jetzt am dringendsten. Ich bin noch da. Bam, Digga, tschüss! Alter! Yo! 15 Gold, 2 Dias, Alter! Yes! Bye, have a great time. Bye, have a great time! Yo, der hat sein Schwert hier gedroppt. Nice. Michelle, hast du schon Eisenschwert? Ja. Also, ich habe nur noch 5 Pfeile, wir ziehen es jetzt zurück. Go. Rückzug, Michelle. Geh du zur. Hol dir gleich noch Dias, okay? Okay. Das machst du gut, Michelle. Ich bin stolz. Michelle, wenn wir diese Runde. Wir könnten ja jetzt eigentlich die Zeit investieren, um über unsere Base Loser zu setzen. Aber da schießen die uns safe runter. Warum sind wir die Loser? Nein, also. Um damit alle anderen zu dissen, dass die anderen Loser sind. Ist doch klar. Nicht wir hier sind die Loser. Nein, wir würden doch niemals losen. Aha, die letzten Runden. Ganz zufällig. Wie viele Dias hast du? Gewonnen. Hast du doch zufällig ein noch. Dia? Dann könnten wir uns das nächste Rüstungsupgrade holen. Nee. Michelle? Ja? Du schaffst das, ich glaube an dich. Okay. Ich hab noch 8. Du hast noch? 8. 8 was? Sekunden, Dias. Minuten, Stunden. Dias! Ah, okay, dann bring mal. So, ja. Pack mal in die Chest. Dann hole ich uns jetzt das Rüstungsupgrade. Und was haben wir noch? 7? Davon könnten wir uns noch... Holen wir uns fürs Deathmatch Dragon Buff? Aber da müssen wir bis zum Deathmatch leben. Das überlebe ich nicht. Dann hole ich uns... Pass auf, hier ist ein Roter. Manic Miner. Oh, Achtung, wo? Ach, nein. Nee, lass dich nicht rauslocken. Warte. So, perfekt, den haben wir. Tschüss. Auf in die Mitte. Okay. Boah, der hatte schon wieder 8 Gold dabei. Gott, wie fancy sind denn die immer? Die haben jetzt auch Dia-Rüstung, die Roten. Gold. Michelle, wir müssen dir mal Dia-Rüstung holen im nächsten Atemzug hier. Wir brauchen noch 2 Emeralds. Ich hab noch einen. Ist das schon das maximale Rüstungsupgrade? Ich glaube, es gibt noch ein 4.
Und machen Abgang, Junge. Tschüss. Ich hab 2 Emeralds. Ja, das ist schon wieder 11 Gold. Wo nimmt er denn dieses viele Gold her? Rennt einmal rein. Vielleicht haben die Forge. Michelle, hier, hol dir unbedingt die Diamantrüstung. So, Michelle, gut, die Rüstung hast du jetzt, dann ist ja alles gut. Das wollen wir jetzt gewinnen? Na klar. Okay. Na klar gewinnen wir das noch, was sollte das heißen, das sollen wir jetzt noch gewinnen? Eigentlich, war unsere Intention, dass wir ein fettes Loser auf die Map setzen und nicht, dass wir jede Runde hier rumtryharden. Aber du spielst mit mir, denkst du nicht, dass du gewinnst das? Ja, Michelle, ich glaub daran. Okay. Bitteschön, Michelle. Ah! Kann ich ihn runterschmeißen? Nein, hör auf, der ist wirklich wichtig! Gott, Michelle! Ich wollte eigentlich nur einen haben. Du sollst nicht alles töten, was wir haben! Dann dürfte ich auch dich töten. Gut, die haben Respekt vor uns. Wir müssen jetzt die anderen Teams da ausschalten. Ach, alle anderen Teams sind tot. Okay, das ist gut zu wissen. Wir sammeln weitere Ressourcen in der Mitte. Die werden schon die maximale Forge haben, glaube ich. Oh, mit der Pink zu spielen, ist halt ehrlich richtig schwer. Oh. Was denn? Die haben Feuerbälle. Ui. Soll ich hinterherkommen? So, nein, bleib da. Okay. Wir bauen das hier weiter aus. Ah, lass die angreifen. Zack. Der hat schon wieder 4 Gold dabei. Achtung. Okay, Michelle, sammel die Emeralds ab. Hier, ja, Gold, nimm das doch mit. Da. Kannst mir dann neue Pfeile... Nee, Pfeile habe ich doch genug. Michelle, wir könnten die Taktik machen. Welche? Es gibt einen Unsichtbarkeitstrank. Der kostet 4 Emeralds. Haben wir? Für beide. Ja, wie wär's, wenn du dir einen Unsichtbarkeitstrank holst, TNT dort reinläufst und das Bett Kamikaze kaputt machst, dann zerstöre ich die schon noch mit der Zeit durch den Bogen, dadurch, dass die ja wieder aus der Base laufen, etc. Okay. Das wäre eigentlich die Taktik. Guck, bevor du den kaufst, drauf, wie lange der hält. Okay, warte. 30 Sekunden. 30 Sekunden, das reicht easy. Das kostet ein Emerald. Ein Emerald? Ja, dann ist ja gut. Ich dachte immer 4. Soll ich ein paar kaufen? Nein. Aber TNT solltest du mitbringen. Okay. Was läuft denn hier für Dougie B-Musik? Oh, direkt epische Musik. Ja, die hören aber meine Schritte. Oder sehen die? Na, komm, wer hört denn in Minecraft Schritte? Weiß ich nicht, du. Ja, ich, aber ich bin doch versessen. Was lachst du da, Stylex? Ihr habt mich gelacht. Na klar. Ja, den Pfeil mitgebracht. Oh mein Gott, danke, Michelle. Danke für diesen Beistand, dass du mir einen Pfeil mitgebracht hast. Ist das jetzt dein Ernst? Hast du mir nicht mehr mitgebracht? Nein, ich habe ihn gefunden. Aha, okay. Jetzt bauen die da noch eine dickere Festung auf. Michelle, deine Aufgabe... Ja, danke schön, Michelle. Bitte. Michelle, deine Aufgabe wird sein, du nimmst diesen Unsichtbarkeitstrank gleich, okay? Ich leck... Oh mein Gott, die schießen doch in dich. Sind die das wahr? Die haben geliebt. Bin ich down. Kenny ist tot! Okay, die haben maximal Forge. Da kannst du dir sicher sein. Ja, ich hab dir noch einen Pfeil gefunden.
gesucht. Dankeschön, Michelle. Warte. Dankeschön, Michelle. Was würde ich nur ohne dich tun, mein Pfeilbringer? Ich bin dir so dankbar, Michelle, wirklich. Von ganzem Herzen. Oh, dankeschön, Michelle. Der ist unsichtbar. Den hast du nicht aufgehoben. Jo, man sieht also die Name-Tags noch, weil die unsichtbar sind. Ja. Okay, damit scheitert unsere Operation. Okay, wir campen weiter die Ressourcen ab, würde ich sagen. Okay. Bring mal bitte als nächstes Wolle ETC mit. Dann, warte, ich gebe dir hier doch Dias mit. Hier, bring Steine. What the fuck? Bring bitte Bauressourcen mit. Auf alle Fälle Goldäpfel und Pfeile brauche ich wieder ein paar. Du könntest aber mit mehreren Potions, wenn wir uns viele leisten können, könntest du auch einfach um die Base rundherum schleichen und dann von der Seite kommen, von der Dia-Insel, weißt du? Gott. Yo, die Nationalhymne von Mexiko. Alles klar, was macht ihr in dieser Playlist eigentlich? Die haben aber die Fortschritt maximal. Du hast ja jetzt einen Haufen Dias auch in der Base. Fahr mal noch die Dia-Quellen bei uns ab, dann... Und sag mir mal durch, was wir noch nicht an Upgrades haben, Michelle. Moment. Warte, was wir noch nicht haben, Minic Miner. Dragon Buff. Oh. Dragon Buff. Oh, okay. Nice shot. Das war genial, oder? Ich hab den rausgetriggert. Komm schon, stirb. Komm schon, stirb. Die kriegen Gott. Null Knockback. Das ist der kriegt einfach null Knockback. Da kommt noch einer. Weil was soll ich noch mitbringen? Wolle, Pfeile, ja. Ja, Wolle, Pfeile, Goldäpfel vielleicht auch ein paar. Wenn ich es noch hinkriege. Unsichtbarkeitstränke. Also mehrere TT haben wir ja schon. Blöcke wären ganz wichtig. Ein Haufen Blöcke wäre echt cool. Ja, das habe ich. Dragon Buff hast du geholt, wa? Gibt es noch Rüstungsupgrade, was wir noch nicht haben? Oder haben wir maximale? Wir haben Gesundheitsstyle. Dankeschön. Dann holen wir noch das. 30. Hier ist noch. 30 fürs nächste Rüstungsupgrade? Ja. Okay, dann fahren wir die noch zusammen. Ach, holst du schnell? Ja. Habt ihr jetzt eine fehlen Taktik? Noch neun. Nein. Ja, die Taktik ist, dass Michelle sich da mit den Unsichtbarkeitsdrängen von der Seite reinschleichen wird. Aber ich dachte, man sieht den Nametag. Ja klar, aber sie soll sich ja von der Seite reinschleichen. Das heißt, sie geht über blau. Verstehst du? Ach so. Macht dann ungefähr ab der mittelblauen Linie, haut sich den ersten Trank rein. Und deswegen soll sie ja mehrere Tränke haben. Soll sie dann sneaken? Genau, wenn sie, ja, deswegen nimmt sie mehrere Tränke mit, wenn sie sich leisten können. Ach so. Ja, kann ich. Wäre halt genial, ne? Ich kann mir 9 Stück leisten. Oh, Michelle. Ja, 9 ist schon ein bisschen hart viel, oder? Aber das Wichtige ist, dass wir theoretisch eigentlich... Wie viele hast du? 5. Okay, das reicht doch eigentlich. 30 mal 5. Das wirst du doch schaffen, oder? Oder brauchst du mehr? Weil ich würde gerne auch noch ein Dia-Schwert nehmen von den Emeralds, wenn das doch geht. Ja, wir haben noch in der Kiste. Ja, dann bring mir bitte noch ein Dia-Schwert mit. Gott, die müssen doch schon maximal abgefuckt sein, oder? Schon. Jetzt haben wir das maximale Rüstungsupgrade, oder? Ja. Das werden die doch safe auch schon haben. Gut, ich komm zurück. Die bauen sich halt langsam vor. Jo, die bauen sich langsam so einen gepanzerten Tunnel Richtung Mitte.
Pfeile. Habe ich noch 12 Stück. Wäre ganz cool, wenn du dann auch ein paar Stacks mitbringst an Pfeilen, hoffe ich. So, Drop mal. Drop einfach, ich muss weiter nach vorne gucken, damit die Angst haben. Okay, danke für das Dia-Schwert, Pfeil. Oh, danke, Michelle. Da sind noch ein paar Blöcke, das hast du alle. Goldäpfel hast du auch mitgebracht? Ach, ja, stimmt. Ja. Ich brauche meine Energy-Riegel, verdammt! Was für ein Energy-Riegel? Apfelgeschmack! Oha! Also, ich mag Snickers. Der gibt mir Energie! Warte, was soll ich jetzt machen? Muss ich die Rüstung ausziehen? Oh. Ja. Nein, das geht eh nicht. Pass mal bitte auf, ich switche so ein bisschen meine. So, ein bisschen die Musik durchgeswitcht. Oh, was? Warte mal, oder? Also. Ja, ja. Wären da jetzt ein paar gestorben, ich hätte die ausgelacht. Oh, das Ding ist halt, die haben auch das maximale Rüstungsupgrade. So, geh du über die Seite. Du hast jetzt deine Tränke bereit. Die Rüstung kannst du eh nicht ausziehen, davon abgesehen. Stimmt. Ich hab's gerade auch nochmal getestet. Ich hab's auch. Die wird dann auch unsichtbar, glaube ich. Ja. Okay, du gehst jetzt über Blau. Okay, ich glaube, die haben dich gerade gar nicht auf dem Schirm. Also, alle Betten werden eh in 5 Minuten. Oder wollen wir doch 5 Minuten campen? Dann haben wir nämlich. Dann warten wir lieber 5 Minuten. Michelle, komm zurück. Ja. Ich glaube, ich würde dabei nämlich sterben. Ja, das war ja eigentlich vorher gedacht. Ich habe jetzt gar nicht im Blickfeld gehabt, dass wir jetzt direkt eigentlich gleich gewinnen quasi. Dadurch, wenn wir die jetzt noch einmal töten und die Betten gehen kaputt und dann haben wir noch 10 Minuten bis Sundev. Sundev ist doch eigentlich auch ein bisschen leichter zu gehen. Nee, das ist eigentlich nur Zufall. Und wir haben Dragon Buff geholt. Ja. Soll ich mir auch einen Bogen holen? Ja, na klar! Hol dir den besten mit Emeralds. Wie kostet der? Sechs Emeralds, glaube ich. Ich baue mal die Burg hier weiter. Haben auch viele geschrieben. Bau die Burg weiter. Ja, baue ich doch schon. So. Hier baue ich einen Turm. Das ist so intens, die ganze Zeit gegen die zu campen. Die werden sich auch denken, was ist das für jemand, Alter? Der fuckt ja nur ab. Ich hoffe, du hast genug Pfeile, Michelle, aber auch ordentlich zu spammen. Oh mein Gott, Michelle, damit hat die halt überhaupt nicht gerechnet. Michelle, du bist so skillig. Komm schon, okay, jetzt weiter geht's. Achtung, die setzt zum Angriff an, aber du hast Dia-Schwert. Lass die nicht triggern, nicht, dass die währenddessen durchstoßen. Wie viele Herzen hast du noch? Michelle? Red mit mir. Michelle? Ist er tot? Ja. Ist Michelle ausgetypt? Stylex? Bin ich ausgetypt? Hallo? Der TS ist down. Der TS ist down! Nein! Was ist passiert auf TS?
Der TS ist aus. Nein! Oh, ganz schlecht jetzt. Ganz, ganz übel. Okay, die Betten werden in einer Minute zerstört. Der TS ist down. Der verdammte TS ist down. Nein! Okay. So, die ist auch weg. Oh mein Gott, als ob der TS down ist. Ich kann einfach auch nicht mehr drauf. Das ist echt bad gerade. Jetzt, wo wir die Absprache bräuchten. Feuerbälle, Leute. Verdammt. Das Ding ist, Michelle hört mich jetzt halt auch nicht. Okay, die ist runter. Okay, ganz schlecht, ganz schlecht. Was machen wir denn jetzt? Die Betten werden jetzt zerstört. Michelle hat hoffentlich genug Goldäpfel. Schön, dass der TS down ist. Das ist ja echt geil. Der macht gerade jetzt macht der safe irgend so ein Restart-Ding. Oh oh. Ich habe auch nur noch ein Stack Pfeile. Das ist jetzt richtig bad. Oh nein. Oh, zerstör doch nicht meine schöne Festung. Wir haben natürlich keine Feuerbälle. Die campen da drin jetzt. Ich kann sie auch nicht anrufen. Wenn ich sie jetzt auf dem Handy anrufe, dann hört ihr die ganze Zeit so ein Handy-Störgeräusch in meinem Mikrofon. Und jetzt auch noch husten, ey. Gott, Logo, was ist denn los mit dir? Ich habe noch 45 Pfeile. Bäh. Guckt euch diese schöne Festung an. Die ist echt delicious. Viele Leute schreiben, ich rufe sie an. Aber wenn ich sie jetzt anrufe, kriegt ihr die ganze Zeit, während wir telefonieren, so ein Störgeräusch. Und das ist halt auch kacke. Das stört ja mehr, als es bringt. Ich guck nochmal, ob der TS wieder reconnected. Bitte, bitte, bitte. Der TS geht nicht. Da läuft traurige Musik. Wollt ihr mich verarschen? Ja, da läuft lustige Musik. Ja, gleich viel besser. Dann baue ich mal mindestens meine Festung hier fertig. So. Habe ich Michelle überhaupt auf Skype? Ah, Michelle ist offline bei Skype. Super. Danke, Michelle. Danke. Ist Michelle vielleicht bei Discord? Discord habe ich auch nicht offen. Dankeschön. Ruf sie an. Leute. Aber ich habe Flugmodus. Mein Handy ist alle. Ich habe nur noch 5% Akku. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ich habe noch 5% Akku. Das wird so intens. Ich weiß, ich soll sie anrufen, aber mit 5% Akku geht der Anruf direkt aus. Gott, was kann ich? Skype ist sie nicht on. TS geht nicht. Hier läuft die letzte langweilte Musik. Kann ich das vielleicht ändern?
Die Musik kann ich mindestens ändern. Auf Action-Musik. So. Mindestens das kriege ich hin. Ich kann sie ja nicht mal anrufen, Leute. Mist. Der TS geht nicht. Michelle, wenn du den Livestream hast, wir müssen irgendwo reden. Vielleicht jetzt auf Skype? Immer noch nicht auf Skype. Okay, Michelle. Ah. Okay, in 6 Minuten ist Sundev. Das geht ins Höschen. Das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, ich zieh mich zurück, weil... Das Problem ist, sie weiß ja davon nichts, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Ich könnte es ihr in-game schreiben, aber da gehe ich hier übelst Gefahr, dass die rushen in dem Moment. Gott. Warum habe ich mein Handy nicht geladen? Jetzt für alle Leute, die mir das nicht glauben. Da oben. Ich habe nur, also wenn man es so ein bisschen gesehen hat, ich habe nur so, da sieht man das, Flugmodus und so einen roten Balken. Oh, toll. Toll, 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 Logo. Du bist so ein Genius. Okay, 5 Minuten ist Sudden Death. Oh, bitte schieß mich doch nicht so an! Bitte! Michelle ist wieder da. War Michelle weg? Leute, ist der da oben! Schade, dass wir keine Leitern haben. Da würde sich viel besser eine Burg bauen lassen. Okay, ich habe noch 25 Pfeile. Ich habe nur noch 25 Pfeile. Das wird safe mit Bowspam jetzt hier auch gleich nichts mehr. Michelle. Rückzug. Also da das eh Englische sind, selbst wenn das Public Chat ist, verstehen die hoffentlich kein Deutsch. Oh Gott. Hat Michelle was dazu geschrieben? Nein. Komm, Michelle, wir ziehen dir zurück. Komm. Komm, Michelle, Rückzug! Michelle, kämpft weiter! Ist das dein Ernst? Na gut, Michelle, dann bleiben wir hier. Komm. Wir kämpfen und wir sterben hier! Okay, das war vielleicht überdramatisiert, aber jetzt geht's ab! Und wenn ich mit dem letzten Pfeil hier noch jemanden töten muss... Die haben natürlich Ressourcenzugänge, die wir nicht haben. Gott, nur noch 23 Pfeile. Okay. Gott, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich dodge den Dingern einfach weiter. Und dann krieg ich vielleicht noch den ein oder anderen Pfeil aufgesammelt. Warte mal, brennt hier was? Vor meiner Wollfestung brennt's! Meine Wollfestung brennt hier niemals ab! Das nächste Mal baue ich sie aus Sandstein. Gott, ich habe selten so krasse Camper-Runden. In nicht mal mehr 2 Minuten ist Sudden Death. Sudden Death gehen wir eh drauf. Wir können nicht... Russian ist Selbstmord. Russian ist jetzt Selbstmord.
Oh Gott, Feuerball. Jo. Achtung, Feuerball. Ja, wir haben die Feuerbälle gedodged, ja. Bam, Digga, genau so muss das laufen. Okay, nur noch 12 Pfeile, zu viel sollten wir auch nicht. Wow. Ich hoffe, Michelle hat noch ein paar. Wow. Okay. Yo, die schießt ja schon auf ihre eigene Burg. Komm schon, komm schon, komm schon, dodge. Nein. Oh. Ich habe noch genug Wolle, um diese gottverdammte Burg wieder aufzubauen. Komm schon. Okay, in 30 Sekunden ist Sudden Death. Ich habe noch 6 Pfeile. 6 verdammte Pfeile. Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist ja schlechter als in jedem Film. Zwölf Sekunden noch. 12 Sekunden. 10. 9. Sudden Death. Okay, ich weiß nicht, ob sie das System mittlerweile geändert haben. Wir haben 2 Drachen, die haben 2 Drachen. Ach, die 2 Drachen kämpfen jetzt gegeneinander. Ich dachte, die zerfressen die Map. Wie war denn das? Ja, genau. Ah, Michelle, pass auf. Ich hoffe, Michelle hat noch genug Goldäpfel. Die werden auf Game End campen. Ich dachte, die Drachen zerfressen die Map immer. So war das doch einmal, als ich das gezockt habe. What the fuck? Die haben ja mehr Respekt vor mir als alle anderen hier. Yo, jetzt zerfressen die Map. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber zurück zur Base komme ich auch nicht. Oh, oh. Okay, das ist mein letzter Pfeil. Ja, ganz, 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 ganz schlechtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Gott! Ihr habt nur einen Pfeil, wenn es darum geht, den Drachen jetzt zu bekämpfen. Hat Michelle vielleicht Pfeile? Oh, das sind aber welche. Okay, 2 habe ich jetzt schon. Gott, ich dachte, die zerfressen die Map mehr. Ah, Michelle, ja, ja, ja. Wie viele hast du noch? Oh, ja, das ist ja schon mal... Oh, nein, ich bugge. Okay, alles gut, Michelle. Alles gut. Gott. Egal, was passiert, behalte mich bitte als Legende hier, okay? Als die Legende, die eine halbe Stunde hier gecampt hat. Oh, oh, geh mir... Okay, das war's mal mit meiner Burg. In 7 Minuten endet das Spiel. Das kann doch nicht sein. Wir kommen da schon nicht mehr durch. Wir könnten uns eine Enderperle holen und versuchen, die zu töten. Michelle! Ist Michelle tot? Nein! Ihr Schweine! Ihr habt mir Michelle genommen! Gott, ich schwöre, das bezahlt ihr! Warum muss ich jetzt alleine gegen alle kämpfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Komm schon! Ja, komm! Stirb! Stirb doch da oben hier!
Du stirbst jetzt! Komm schon! Yeah! Oh mein Gott. 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 Oh, ich muss. Alter. Oh mein Gott. Ich zitter richtig. Das ist nicht gefaked. Das ist eine Scheiße. Alter, ich muss. Alter. GG. Und wir haben jetzt gerade 850.000 geknackt. Alter. Oh mein Gott. Geht der TS wieder? Er geht leider nicht. Alter, wir haben gerade die letzte halbe Stunde in dieser Runde gecampt. Ich kann das gerade überhaupt nicht fassen. Wir haben gerade über eine halbe Stunde safe mindestens in dieser letzten Runde verbracht. Mir rast gerade übelst die Pumpe. Es geht gar nicht mehr klar. Also wirklich, oh mein Gott. Noch in 10 Jahren werde ich mir sagen, oh mein Junge, diese Runde, die ich gerissen habe, Alter. So, da der TS aber nicht mehr geht, also wir nicht mehr reden können und alles gerade total, Leute, ich bin richtig am Ende. Ich bin richtig, richtig am Ende. Ich hoffe, der Livestream hat euch gefallen. Wir haben leider den Troll nicht so hingekriegt, wie wir das wollten. Erst wollten wir die trappen, dann wollten wir so ein Sign über die Gegnerbase setzen. Und das hat alles einfach nicht mehr so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen, ich werde es im nächsten, also ich werde es die Tage vielleicht mal in einem Video probieren. Oder wir werden nochmal streamen und werden uns direkt drauf konzentrieren, dort diesen Troll durchzuziehen. Auf alle Fälle, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ihr habt richtig mitgefiebert. Ich danke für eure Tipps zum Rushen, etc. bla bla bla. Und Leute, ich komme gerade gar nicht mit meinem Leben klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Livestream oder Video wieder. Bis dahin, bleibt da logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao.